komm sofort. Guckt er da oben aus dem Fenster, weißt du? Gut, ist alles klar? Hast du, was wir brauchen? Ja, sag mal, dieser Pete ist ja total verrückt. Stimmt zwar, aber dafür hat er gute Ware. Warum heißt er Yellow? Hast du seine Zähne gesehen? Die gelbsten Zähne der ganzen Stadt. Und außerdem stinken sie am meisten. Ja, ganz genau. Alter, dieser Wendekreis von dem Ding. Er rutscht ja mehr über die Straße. Erst die Bullen loswerden. Ja, und jetzt geht das Zeichen wieder von selber weg, oder? Da sind wir. Okay, gehen wir rein. Also gut, Leute. Das ist ein Überfall. Legt euch alle auf den Boden, dann passiert nichts. Ich sagte auf den Boden. Alle. Kümmere dich um die Wache. Hallo, jetzt. Hä? Verdammt, ich brauche Munition. Hallo, was ist jetzt los? Er bewegt sich nicht mehr. Ich das jetzt nicht. Du Schwein! Das ist ein Überfall! Legt euch alle auf den Boden, dann passiert nichts! Auf den Boden! Alle! Kümmer dich um die Wache! Gott verdammt! Mord! So, wo war Direktor? Nichts gefunden. Okay, das gefällt mir. Schön ruhig. Dann wird auch alles wieder gut. Ich will den Schlüssel zum Safe, aber schnell! Wo ist er? Ja, da liegt er. Ich habe den Schlüssel fürs Gitter hier. Den zum Safe hat nur der Filialleiter. Macht uns alle kalt! Wo finde ich den Filialleiter? Er ist oben in seinem Büro. So, jetzt hier runter. Wartet ja den Schlüssel fürs Gitter, naja, natürlich.
Schlüssel fürs Gitter. Oh, hier liegt ja auch schon jede Menge Geld rum. Wir wollen einfach das nehmen. Ja, hallo? Schlüssel fürs Gitter, hallo? Ah, hier. Das ist natürlich bei der alten Grafik sehr gut, dass man das hier immer genauso erkennt. Hier ist nix. Irgendwo anders Saves. Wir hoffen, die haben noch irgendwo einen Erste-Hilfe-Kasten. Wow. Mit dem Geschrei aufhören! Sofort aufhören! Keine Bewegung! Hier komme ich nicht raus, okay? Oder geht der Schlüssel nur einmal zur Benutzung? Grandiose Flucht. Die Flucht war so grandios, da war gerade kurzzeitig der Ton weg. Da wären wir geschafft. Also für die kurze Flucht hätte ich jetzt nicht unbedingt so ein teures Auto gebraucht. Pass ich da rein? Ich passe da rein. Und jetzt? Muss ich jetzt noch warten, bis die Ding wieder leck ist, die Gesuchtanzeige wieder. Weil der Questmarker ist weg. Wir sind reich, Tom. Wir haben's geschafft. Sieht ganz so aus. Und jetzt? Wir ziehen uns um, damit wir auf der Straße nicht erkannt werden. Und stecken das Geld in den Koffer. Gut, und dann? Erzählen wir keinem was davon. Schlaf dich aus. Komm morgen bei mir vorbei und überleg dir, was wir damit machen. Ich nehme es mit, damit Sarah nicht dahinter kommt. Okay? Hau bloß nicht damit ab. Klar, ich hau ab nach Hawaii. Versuch's lieber nicht.
Ich würde dich finden und dir den Koffer in den Hals stopfen. Darauf freue ich mich schon. Wir versteckten die Moneten von der Bank fürs Erste bei Pauli. Wir konnten nicht alles sofort auf den Kopf hauen, also verabredeten wir uns für den nächsten Tag und überlegten, wie wir es am besten investieren konnten. Ich wusste schon, was man mit dem Geld machen konnte, aber ich war ziemlich neugierig, was Pauli vorhatte. Oh Gott! Was zum Teufel ist passiert? Pauli! Pauli! Verdammt! Die Kohle! Wo ist die Kohle? Scheiße, alles ist weg! Das ist wie in einem Albtraum. Pauli? Sam? Ich bin's, Tom. Pauli ist tot, er... Mist, ich wusste es. Tom, du sitzt tief in der Scheiße. Ich wollte Pauli warnen. Salieri hat das mit der Bank rausgekriegt und entschieden, es nicht zu tolerieren. Ich hab's nicht rechtzeitig geschafft. Tom, du musst schleunigst verschwinden. Sam, ich wusste nicht, dass die Sache so heiß ist. Ich... Was soll ich tun? Ich kann doch Sarah und das Kind nicht verlassen. Okay. Tom, ich helfe dir. Wir müssen uns irgendwo treffen, aber es ist überall gefährlich für dich. Am besten, wir treffen uns in der Kunsthalle. Okay, ich bin in ein paar Minuten da. Vielen Dank. Weißt du, Pauli liegt hier in seinem Blut und ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Ist schon okay. Du hattest einen gut bei mir. Danke, Sam. Oh, natürlich Polizei. Der Tod der Kunst, ja. Das ist fies, da ist ein Polizeiauto genau vor den Augen von den Polizeiklauen. Die kommen daher, wollen eigentlich den Mord untersuchen und was machen wir? Wir klauen erstmal das Polizeiauto. Wahrscheinlich werde ich jetzt im letzten Kapitel in den letzten 20 Minuten nicht mehr ganz aufräumen können. Das muss ich dann wahrscheinlich nachspielen, dann wenn ich von der Essenseinladung wiederkomme heute Abend. Weil für das Stream langt's mal jetzt nicht mehr so genau, aber ich sehe jetzt auch nicht ein, dass ich dann nur wegen der großen Schießerei zum Schluss dann nochmal nächsten Sonntag nochmal eine eigene Streaming-Folge mache. Also wir gucken jetzt mal, ich habe jetzt die Uhr nach noch knapp 20 Minuten, vielleicht ein bisschen weniger. Ja, bis ich los muss und dann würde ich sagen, dann müssen wir halt den Schlussrambo müssen wir so aufnehmen. Erstmal wieder an allen durch. Jetzt fährt hier natürlich auch wieder ein Trautberg Sport, jetzt wo wir das Auto kennen. Und hopp. Das ist eigentlich die Idee, wir müssten mal ausprobieren, ob man mit einem Polizeiauto vor einem Geschwindigkeitsticket gewahrt ist. Map. Mein Gott, Vorsicht! Tatsache. Du fährst wie ein Lehrer. Die Polizei war gerade direkt hinter mir und sie haben mich nicht verhaftet.
Wald, Arschloch. Oh, scheiße. Überraschung. Du hast nicht zufällig das hier in Paulys Haus gesucht? Sam, was ist hier los? Ich dachte, wir treffen uns allein. Die Situation hat sich geändert, Tom. Ich musste entscheiden, auf welcher Seite ich stehe. Sorry, aber deine Seite wäre glatter Selbstmord. Mit Mord kann ich allerdings leben. Du hast Polly umgebracht? Nun, ich war mehr ein Vollstrecker. Das gleiche wie in deinem Fall. Das hätte ich niemals von dir gedacht, Sam. Naja, ich hab gute Laune. Meine Aktien steigen und ich habe eine Tasche voller Geld gefunden. Deine Partner zu töten ist also nur ein Riesenspaß? Vielleicht sollte ich es mal probieren. Es ist nicht schlecht, aber dir fehlt es an Gelegenheit. Es ist niemals zu spät, damit anzufangen. Schätze, so etwas wie Ehre hast du nicht mehr. Ehre hat keine Bedeutung. Das ist das Geschäft und du hast die ungeschriebenen Regeln einmal zu oft gebrochen, Tom. Eigentlich sollte es mir leid tun, aber Geschäft ist Geschäft. Ich wusste nicht, dass ich der Grund für die Probleme der Familie war. Wirklich? Du hast gemacht, was du wolltest, Tom. Du hast Frank nicht getötet. Du hast diese Hure entkommen lassen und das mit der Bank. Du kannst nicht tun, was du für richtig hältst, weil du keine Ahnung hast. Du kapierst nicht, was deine Handlungen bewirken. Der Don ist der Denker. Du warst niemals ein großer Denker, deshalb brauchst du ihn. Das gilt nicht für mich. Ich kann selbst denken. Don Salieri meint, dass er nicht wegen deiner lächerlichen Gefühle in den Knast gehen wird. Und da stimme ich mit ihm vollkommen überein. Don Salieri mochte dich wirklich, Tom. Und ich mochte dich auch. Wir weinen gemeinsam auf deiner Beerdigung. Du armes Schwein, Sam. Du tust mir echt leid. Dafür bin ich am Leben. Schade, dass du das Geld nicht ausgeben kannst. Aber keine Sorge, wir geben Sarah ein wenig davon. Du weißt ja, alleinstehende Mütter haben es heutzutage schwer. Der Don kümmert sich um sie. Er ist nicht so ein Monster, wie du glaubst. Adieu, Tom. Nett, dich gekannt zu haben. Macht eure Sache gründlich, Jungs. Und bitte, lasst ihn nicht so lange leiden. Er ist mein Kumpel. So, sind wir doch noch am Schluss, Rambo. Mal gucken, wie weit wir kommen.
Die Jungs haben dich offenbar unterschätzt, Tom. Naja, hoffentlich haben sie dieses Mal mehr Glück. Jungs, passt auf, dass ihr nichts kaputt macht. Hier stehen jede Menge schöne, teure Sachen herum. Ja, zack, das war ja klar mit noch 4 HP. Okay, ich muss wieder von vorne anfangen. Halt, Arschloch! Oh, Scheiße! Okay. Überraschung! Also wenn es jetzt wieder von vorne losgeht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist Kacke. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich eher hier abbrechen, weil ich habe jetzt noch, 10 Minuten, bis ich mich spätestens fertig machen muss. Und dann nutze ich die 10 Minuten lieber für die Einladung. Dann würde ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich breche jetzt heute den Sonntagstream ein bisschen früher ab. Und dann würde ich sagen, ich mache jetzt den letzten Schlussrambo, den nehme ich dann noch heute Abend auf und den klatsche ich dann einfach bei YouTube dann hinten dran, hinter der Stream. Also Fans, wir sehen uns dann voraussichtlich nächsten Sonntag zu Mafia 2 Definitive Edition. Bei Mafia 2 Definitive Edition würde ich nur die Definitive Edition spielen, weil das ist ja nur ein grafisches Update. Das ist ja jetzt dann kein Ding mehr. Kein eigen entwickeltes Spiel 20 Jahre später. Also dann, habt noch einen schönen Sonntag und ich würde sagen, wir sehen uns dann in 7 Tagen wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ciao, Fans.